So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Duell mit dem VfL Wolfsburg. Im letzten Spiel haben wir Borussia Mönchengladbach auswärts mit 6-2 geschlagen. Davor aber diese Niederlage mit einem 2-3 in Hamburg, die auch nicht ganz unverdient war, muss ich sagen. Definitiv. Aber halt, meiner Meinung nach, scheiße. kann man um die Meisterschaft. Wir haben zwar wieder 7 Punkte Vorsprung, aber ne, das kann auch ganz schnell anders ausgehen. So, wie gesagt, letztes Spiel haben wir gewonnen, davor hat Dortmund verloren, damit hat sich das Ganze wieder gedreht und damit ist es eigentlich wieder okay. Ja. So. Geht jetzt sofort rein ins Match. Oder in Richtung Match, wie auch immer, ne? Ihr kennt das mittlerweile. Und dann geht's los. So, ich denke mal, der Aufstellung soweit. Ja. Muss ich wieder ein bisschen ändern. Ich will Baku wieder vorne, wieder auf der rechten Seite gerne haben. Karl Leitschisch hat gesagt, er möchte spielen. Gut, dann darf er heute mal zeigen, was er kann. Dann darf er heute mal zeigen, was er so kann. So, geht jetzt gleich los. Und zwar jetzt. Und los. Das ist das Spiel, auf das alle gewartet haben, dem alle entgegengefiebert haben. Das wird ein absolutes Highlight. Bleiben Sie dran. Die Wetterbedingungen könnten besser kaum sein und damit herzlich willkommen zu diesem Spiel, liebe Fußballfans. Am Mikrofon sind natürlich auch heute wieder Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen VfL Wolfsburg. Wir sind also in der Liga zu Gast, eine sehr reizvolle Partie, zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase, da ist das sowas wie ein Highlight, die Stimmung ist riesig. Ich glaube, er könnte diese Partie wirklich an sich reißen. 19 Tore sind ihm jetzt schon gelungen in der Liga und damit führt er aktuell auch die Statistik in der Kategorie Torjäger an. Anfangsformation der Schalker. Im Tor ist Manuel Neuer. Genau so ist es. Spielt mit Nico Elvedi in der Abwehr. Und vorne sind sie in diesem Spiel heute mit 4 Stürmern sehr offensiv. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Dieselbe taktische Ausrichtung auch auf der Gegenseite. Das 4-5-1. Auch hier in der eher offensiven Variante. Okay, auf geht's ins Match. Grundlage für ein attraktives Spiel. Richter. Ja, das könnte was werden. Ja, wieder einfach mal schon ein Zeichen. Jetzt Wolfsburg wäre nicht gar nicht so schlecht, wenn wir die schlagen könnten. Haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, aber. Da ist die Lücke! Nur ein bisschen verzogen, ja. Ja. Weiter alles ausgeglichen. Oh ja, der ist unzufrieden. Aus
auswärts haben sie ja zuletzt gewinnen können. Heute soll eine ähnliche Leistung her. Genau, mal wieder ein Heimspiel. Einfach wieder ein Heimspiel und natürlich was für die Fans. Ah, da Costa gut gelöst da. Richter! Da ist der Treffer. Passt. Tor 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Toller Abschluss. Sehr gut gemacht. Jawohl. Wirklich spitze. Der schießt den Ball flach, aber so platziert, dass da nichts zu halten ist. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie, der Führungstreffer, da ist er und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Ja. Jetzt also die Führung für Schalke. Neuigkeiten zum Spiel in der Pizzeria Arena. Ein Tor ist gefallen. Was genau passiert ist, erfahren wir jetzt im Studio. Wir haben hier das erste Tor. Ah, jetzt war Paulinho noch. Der neue Spielstand damit 1:1. 11 Minuten sind hier gespielt. Danke für das Update. Da verlieren Sie den Ball. Also zumindest mal die Hausaufgabe schon gelöst dafür. Hazard, jetzt vielleicht. Ja, schade. Ja, Wolfsburg macht es aber auch gerade ein bisschen clever. Die sitzen ein bisschen so defensiver, sitzen hier immer ein bisschen unter Druck. Und schon kriegen wir so ein bisschen unsere Probleme. Mamouche gegen Savic. Gut geklärt, das war wichtig. Paulinho. 2x Wolfsburg haben wir ja im Kader mit Baku und mit Arnold. Gute Aktion. Tonelli. Das Zuspiel draußen. Lever. Da kommt die Flanke. Da passt er auf und kann klären. Ah, ja, das war mal kurz. Oh, niedergeringt. Willi. Ja, gelb. Willi zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Freistoß jetzt vielleicht. Ist das die Chance? Super Dick. Freistoß, aber kein Tor. Ah, schade. Der wäre fast drin gewesen. Aber auch nur fast. Wehi. Latza. Super Pass. Oder Arnold. Arnold. Ausgerechnet der Wolfsburger trifft. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Kurze Entfernung das Tor, da sehen wir es nochmal. Ja, da macht er alles richtig. Weiß genau, wo der Ball hin muss. Besser kannst du den nicht machen. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Spielstand 2-0. 2-0, das ist. Ja, es sind wieder ein bisschen. Läuft wieder ein bisschen besser. Oh. Richter! Lässt noch stehen. Gibt ihm aber ein paar Worte mit auf den Weg. Und jetzt muss er sich zurückhalten. Das ist halt zu viel, ist auch sehr, sehr wichtig, dass er. Das ist klar. Da ist die Hereingabe. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Viel mit Auge. Ja, ich glaube, es war kein Abseits. Weil. Eingereicht und so. 34. Kalajdzic mit der Riesenchance auf 3-0. Jetzt nochmal. Und knapp vorbei. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Er passt ihn auf den Flügel. Ciao, Viktor. Gegen Baku. Bleibt dran. Bleibt standhaft. Neuer hat den. Und Schalke hat viel, viel Glück, dass sie den nicht rein. Dass sie den nicht reinbekommen, die Wolfsburger. So, nächster Konter, jetzt mal ganz viel Platz über der Costa gegen Oma Mamouche. Defensive gegen Offensive in der Wolfsburger Defensive. Und Ballverlust.
Und dann so ein blöder Ballverlust. Na, schade. 42. Jetzt nochmal Konter Wolfsburg. Weindal. Der natürlich jetzt. Jetzt die Flanke. Weg ist der Ball. Und die Situation ist wieder bereinigt. Und jetzt gibt es einfach für Wolfsburg. Da hat der Platz, jetzt die Flanke. Einwurf. Und das könnte gefährlich werden. Genau, und weg, Herr Sach. Und dann ist Pause. 2-0 für die Schalke. 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Bisher eine sehr überschaubare Leistung von ihm. Er strahlt keine Gefahr. Leverkusen Dortmund unentschieden, ne? Besser ist. So, weiter geht's mit Halbzeit Nummer 2. Wolfsburg hat angestoßen, kann also weitergehen hier. Hazard! Haut er noch so ein Ding raus? Der hat schon mal so zwei Dinger auf der gleichen Situation gemacht. Nee, noch nicht. Ballverlust Wolfsburg. Lannes gegen. Nee, da waren sie einfach zu langsam. War eigentlich eine gute Konterchance, aber jetzt ist die Abwehr wieder zur Stelle. Ich wollte gerade sagen, Tor für den VfL Wolfsburg, ist es aber Gott sei Dank nicht passiert. Und man spürt, da geht vielleicht noch was. Neuigkeiten zum Spiel. Da Costa. Ein Tor ist gefallen. Was genau passiert ist, erfahren wir jetzt im Studio. In Hoffenheim. Für die TSG Hoffenheim. Der neue Spielstand lautet damit also 2-1. Gespielt sind. Und da ist das Tor dann endlich auch. Und wieder man kriegt sich da hinten den Konter gegen sich. Aber schöner Ball. Loser, den wir eben schon angezeigt haben, dass er nicht wirklich viel reingerissen hat. Und das ist genau das, was ich meine. Wedi muss jetzt raus, wird jetzt auch gehen. Oh, Gosens. Bring ich Agu. Ich versuche mal die Defensive ein bisschen zuzumachen hinten. Ich muss also zwei neue Defensive bringen. Ja, Redi, der muss raus, weil der hat gelb vorbelastet. Und so stark war er heute auch noch nicht. Gelb vorbelastet. Und immer wieder Schwierigkeiten. Ja, jetzt kommt Hazard mal über die Außenbahn gegen Weindau. Den traue ich das zu, dass der noch so ein Ding raus hat. Jetzt zwei Mann stehen, aber nicht. Geh weg. Nächste Ecke, glaube ich, oder? Ja. Nächste Chance, noch eine Ecke. Ecke kommt in den 16er. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. In der Pre-Zero Arena, das was passiert, ein Tor ist gefallen. Noch nichts. Ja, ich komme da nicht durch. Ich stehe mit drauf. Für Frankfurt. Damit steht sie nun 3-2. Und das ist zu klar und zu einfach. Ja, der macht es dann 3-1. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Und zwar ganz simpel. Ja, da hat er die hier, eigentlich, so einfach. Der Wolfsburger Verteidiger will raus. Absolut, Wolf. Verschätzt sich und dann sagt er einfach, okay, dann gehe ich halt durch. Nicht mehr voll. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Tor Nummer 6 in dieser Saison. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Hat so seine Situation immer wieder gehabt. Anfang noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt. Das ist aber vollkommen normal. Ich dachte, da komme ich durch. Da kann er sich den Ball holen. Ja, da ist Platz jetzt. Gut gemacht da draußen.
für viel Diskussionsstoff hat die Meldung. Oh, viel Platz jetzt. Der muss da drin sein. Hatta. Kein Problem hier. Das Tor macht er ganz abgeklärt. 4-1. Treffer, aber eigentlich ohne echte Gegenwehr. Ja, Richter hat schon gut gemacht, hat klar gespielt. So Dinge hast du nicht allzu häufig, das macht's leicht. Ganz Tor Nummer 7. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten, die Partie ist so gut wie gelaufen. Ball ist jetzt wieder weg. Und der Vorteil für Schalke. Baku. Baku. Da ist die Flagge. Oh, dann ist es Paulinho, der ist nicht, wenn ich das nicht so treffe, den nächsten Treffer zu machen. Sieht vielversprechend aus. Apropos Paulinho, der probiert jetzt noch einmal Paulinho. Und jetzt macht das dann doch. Seine Treffer will er doch wenigstens noch machen. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera. Hat funktioniert. Danke an die Regie dafür. Tor Nummer 20 jetzt mittlerweile für Paulinho. So, jetzt wird der Wechsel kommen. Der letzte Golden Strasser. Von 5:1 geht es hier weiter. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Und wir freuen uns auf die nächste Bundesliga-Begegnung für Schalke. Dann geht es auswärts gegen Werder Bremen. Na, das klingt doch vielversprechend. Da hat er die Chance. Durch so ein glückliches Tor aber 6:1. Ja, er hat immer wieder von Unruhe gesorgt und jetzt macht er auch seine Bude endlich. Er fälscht den Ball ins eigene Tor ab. Aber wohl, das kann passieren. Jetzt abschütteln und ich hätte trotzdem müsste der Ball auf Azar gehen. Leva, was? Wow, ist ja so glücklich. Aber egal, trotzdem drin. Tor für Kalajdzic. Oder zumindest hat er da seine Hände mit dem Spiel oder seinen Kopf. Er macht jetzt 7. Saisontor. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. 6:1, so kurz vor Spielende. Das ist eine klare Sache. Wer ist eigentlich der nächste Gegner, Buschi? Der kommende Gegner von Schalke 04 heißt Werder Bremen. Nach dieser bisher starken noch kein Champions League Spiel? Werden sie bestimmt selbstbewusst in die nächste Partie gehen. Hereingabe. Was für eine Technik mit diesem. Ja, 7:1. Das ist natürlich eine überragende Szene. Paulinho mit dem 21. Des Tors, da kommt zunächst die Flanke und dann geht es kaum besser. Aus der Halbdistanz mit Effet technisch brillant gemacht. Der Keeper kann nur zuschauen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Es gibt 3 Minuten oben drauf. Und Ballverlust. So was müsste, sage ich, Ende sein. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Schluss, Feierabend. Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Das endlich. Eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugt.
Aber zumindest Hazard hat seine zwei Tore gemacht heute. Hat funktioniert. Die Sieg geht auch in der Höhe absolut verdient. Dortmund hat eine Runde noch. Okay, schade. Ich hätte gehofft, dass sie ein bisschen uns vielleicht unentschieden spielt. Das wird noch mal ein bisschen wegkommen. Aber es bleibt bei 7 Punkten Vorsprung mittlerweile. Das heißt, noch 7 Siege, dann hätten wir den Titel klar. Gut. Dann machen wir. Oh, was für Ziele sind gefährdet, hä? Achso, ja, gut. Dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter mit dem Duell gegen den SV Werder.